Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man für Anfänger meiner Meinung nach am besten Solo RP farmen kann. Dafür braucht man im besten Fall einen Khanjali-Panzer, denn der Khanjali-Panzer hat unendlich Raketen. Und ja, dann würde ich sagen, lass uns auch direkt losstarten. Geht einfach mal auf Options, dann geht ihr auf Online, auf Jobs von Rockstar erstellt, dann geht ihr auf Missionen. Und dort sucht ihr euch einmal die Mission Rückführung sind wir bald da aus. Dort im Jobmenü angekommen, stellt ihr einfach Schwierigkeit auf schwer, dann bekommt ihr mehr RP. So ist der Job dann gestartet, begebt euch einfach zur Markierung auf der Map. So seid ihr dort angekommen, einfach den Khanjali-Panzer einmal anfordern. Dann begibt ihr euch einmal hinten zur Brigade, müsst ihr einmal die drei Leute umbringen. Einmal einsteigen. Dann können wir auch direkt wieder aufsteigen. Das hat jetzt den Sinn, dass jetzt gleich die ganzen Fahrzeuge spawnen werden. Als nächstes ganz schnell zum Khanjali-Panzer begeben. Einmal einsteigen und dann werdet ihr jetzt sehen, dass ihr für jeden Kill 25 RP bekommt. Und jetzt werden die Fahrzeuge die ganze Zeit permanent spawnen. Begibt euch am besten vorne zum Flughafen. Hier einfach beim Flughafen hinstellen und dann werdet ihr sehen, dass die ganze Zeit jetzt die Fahrzeuge spawnen werden. Ja, unendlich lang könnt ihr die Mission natürlich auch nicht machen. Nach einiger Zeit auf jeden Fall werdet ihr dann keine RP mehr bekommen. Soll das dann der Fall sein, wenn ihr keine RPs mehr bekommt, dann begibt euch einfach wieder zurück zur Brigade. Einmal das Fahrzeug zerstören und dann könnt ihr die Mission direkt wieder neu starten. Und ja, so könnt ihr permanent euch die RPs sammeln. Wie gesagt, ist auf jeden Fall perfekt für, ja, ich sag ich mal jetzt, für die Leute so unter Level 100. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.